Eine gastrointestinale Blutung muss auf alle Fälle abgeklärt werden. Gastrointestinale Blutungen müssen unterschieden werden in obere und untere gastrointestinale Blutung. Die obere gastrointestinale Blutung produziert sich normalerweise im Rahmen von einem Ulkus, also einem Geschwür auf Höhe des Magens oder des Zwölffingerdarms und zeigt sich entweder über Bluterbrechen, das ist eher selten, oder über sogenannten Teerstuhl, also sehr schwarzen, übelriechenden Stuhl, weil das Blut auf dem Weg durch den Darm verdaut wird. Im Gegensatz dazu, die untere gastrointestinale Blutung ist normalerweise dunkelrotes oder auch hellrotes Blut, was entweder mit dem Stuhlgang oder auch unabhängig davon über den After abgesetzt wird. Die Ursache für untere gastrointestinale Blutung sind vielfältig. Das geht von chronisch entzündlicher Darmerkrankung, wie zum Beispiel Colitis ulcerosa, die oftmals blutet. Es können so einfache Sachen sein wie Hämorrhoiden. Es könnte die Divertikelkrankheit sein, die auch zu einer Blutung führt. Oder es könnte natürlich auch ein Darmkrebsleiden sein. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man frühzeitig den Arzt aufsucht und die entsprechenden Untersuchungen durchführt. In der Regel eine Darmspiegelung. Meines Erachtens ja. Solange man keine gute Diagnostik hat, also wenn es ein Patient ist, bei dem ich weiß, warum er blutet und er blutet wieder und hatte vor kurzem eine Darmspiegelung, muss man sie nicht unbedingt nochmal machen. Ein Patient, der blutet ohne eine bekannte Diagnose, muss auf alle Fälle eine Darmspiegelung bekommen, um eben zum Beispiel einen Darmkrebs auszuschließen oder eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die eine spezielle Behandlung benötigt.